Willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play The World of Warcraft, Folge 25. So, in der letzten Folge haben wir angefangen, Steinkrallengebirge zu questen. Erste Mal. Und, wollen wir weitermachen. So, da hatte ich schon eigentlich drei davon getötet. Achso, ich sehe gerade. Jetzt haben wir den Roder und den Holzarbeiter. Jeweils 10 ist im Film. Und die Flugtiere von der Horde müssen wir töten. So, aber leider bringen die halt nicht wirklich EP. Na gut. Und wir müssen unbedingt zur Eisenschmiede. Einmal für unsere Geschenke. Und einmal für eine Quest. Dann kann man das nämlich ganz toll verbinden. So, hier die Maschine aufklappen. Den XD9. Erinnert mich ein bisschen hier an XT, auch für also den 2000 oder so. Den es damals gab in Uldur. Den theoretisch zweiten Boss. Beziehungsweise vierten Boss, wenn man die Brutmutter diesen Typen mit der Lava macht. Mit der Quietsche-Stimme. Ach, Mann. Was wir lernen können. Schmeißen wir das Bärmfleisch weg. Zack, freut sich unsere Hexe. So viel zum Thema nicht verkehren. Ich habe in der letzten Folge gesagt, es gibt manchmal den Bug, dass die einfach nicht kommen, wenn die im Kampf sind. So. Ganz gut für uns aus. Direkt zwei geschnappt. Und dann haben wir wieder kein Mana. Aber gut, das soll uns nicht weiter stören, der ist jetzt plopp. So, dann können wir mal was futtern. Da ist hier auch nichts. Mal gucken, wo wir ein bisschen Platz hätten. Spinnensekret kann man nicht tun. Sieht ein bisschen aus wie, wie hieß denn? Mimiron? Ich glaube Mimiron. Das komische Ding von Mimiron. Oh Mann. Ja, wie gesagt, ne? Ja. 3 von 10 bringen EP. Die 3 von 10 hört sich nicht so viel an wie 26. Obwohl es im Prinzip dasselbe ist. Aber ich glaube, die Zahl ist geringer, weil wir haben jetzt schon 8, also den 9. Jetzt nur einen, der EP braucht. Was? Oh! Elitera. Obwohl es Gold-Elite ist. Naja, egal. Macht schon Stimmen, wenn er das sagt. Aber ich fehl. Warum? Bei Vieren ist das denn? Er hat sich selber gefiert? Das ist ja lustig.
Hab ich auch noch nicht gesehen. Vom eigenen Gebrüll erschrocken. Okay. Oh, der hat aber auch gut Leben, ne? Der belebt, dient das. Ach, jetzt haut er ab! Bitte. Unglaublich. So eine feige Ratte. Wow. Das könnten ja. Das muss unsere erste Schultern. Allerdings schwere Rüstung. Wir können nun theoretisch den erst mit 40 anziehen. Das ist dann graue. Naja, weiße. Naja, lassen wir sie drin liegen. Wenn sie jetzt grün gewesen wären, hätte ich sie mitgenommen, aber so. Nee. Das muss dann doch nicht sein. Brauchen wir nur noch 7 Rode. Schön. Nein. Ich glaube, die Rode sind diese Feuermagier quasi. Aber ich sehe keinen. Da mein. Ach. Ach, ich hätte vorher was trinken sollen. Oh, der hat auch viel gemacht. So, dann gucken wir noch was. Oh, ich sehe da was. Das ist doch dran. Den holen wir uns. Markieren. Hm. Markieren hat nicht so funktioniert, wie ich das wollte. Bin mal gespannt, ob wir dann eine Reisemöglichkeit bekommen von hier nach Eisenschmiede. Das wird ein krasser Weg. Ansonsten würde ich das so machen. Im Anschluss an der Folge, dass wir die nächste Folge als Reisefolge machen. Und dann auf nach Eisenschmiede. Oh, hier ist ein Punkt für die Schurken zum zum Schloss kracken üben. Na gut, aber muss schon sagen, hier so als oder, ne? Auch noch eine Elite. Vielleicht hat er einen Huf uns. Wo ist da gerade den See, den er anhat. Aber gerade sagen, warum läuft ich der? Kann ich denn laufen, aber ich war genetzt.
Na, ist ja doof, weil... Ein Schuss. Ja, lecken Schuss, nicht funktioniert. Hoffentlich überleben wir. Ich denke schon. Hoffentlich. Schultern. Yeah, unsere ersten Schultern. Jetzt sehe ich es aber gerade. Leider. Wow. Ah, sind die nicht. Richtig krass aus. Verdammt, das. Die Linie ist tot. Holen wir zurück. Nein, geht noch nicht, wir haben kein Mana. Lüppeln wir erstmal was. Dann holen wir zurück. Gestorben für uns. Jetzt findet er gar nicht gut, oder? Hm? Der Arme. Ah, das ist so gut. Lustig ist, man kann den Toten rufen, dann liegt er tot neben einem. Auch vorher kann man ihn nie wiederbeleben. Da ist er wieder. Also ein Brot. Na. Aber das findet er gar nicht gut. Das findet er gar nicht gut. Na gut, ich finde das auch nicht toll. Muss ich ehrlich zugeben, das finde ich auch nicht toll. Nicht die, die ich will. Nur so doof Axtwerfer. Ha. Diesmal muss ich beschweren, sonst funktioniert das Ganze nicht. Das Metallmüll. Ersten Schultern hier, ich bin begeistert. Jetzt den angegriffen hat, wäre er nämlich auch dran gelaufen und hätten zwei wieder eine Backe. Na, wie viel dazu? Na, guck, läuft er mich da lang? Ja, und jetzt haben wir auch wieder zwei Backe. Oh, das finde ich jetzt nicht so tragisch wie eben mit dem Elite und dem Titel. Aber das ganze Sägewerk hier ausgerottet. Wollte mich doch hauen, der Spitzbube. Oh, was haben wir denn da? Nehmen wir mal mit. Das hat Ausdauer. Und unser letzter Magier. Da haben wir die schon mal fertig, die Quest. Dann schwupp, können wir uns auf die Suche machen nach den Tierchen von der Horde. Die Flugdinger. Weiß gar nicht, wie die heißen, richtig. Flugdinger von der Horde, das passt. Oh, der Feuerwehr. Da ist die Maschine wieder. Ja, ich würde sagen, es ist nicht der Elite, nur nein, war nicht. Da hinten ist wieder eine. Oh, so. Wenn wir dann nicht mehr verfolgt werden, können wir ihn rufen. Dann uns den schnappen. Sehr gut, sehr gut.
daran erinnern. Ich weiß nicht, dass hier viel mehr waren von den komischen Flughunden. Wenn man mal hier durchgelaufen ist. Wenn der auch noch gibt, dann haben wir die Hälfte geschafft. Ja. Brauchen wir nur 6 Runde, wenn jeder druckt. Wahrscheinlich ist das dann so, dass genau vor dem letzten 11. kommen wir dann und dann der 12. kriegen wir dann nach dem 10. und wie das so ist hier. So. Das ist ja meistens in Theorie so. Ersten Arsch abkämpfen, um irgendwas zu bekommen, weil ich theoretisch jedes Ziel hätte. Ein Herz, Zähne, Ohren oder ein Kopf. Was ich mal lustig finde, wenn man die als Gruppe macht, holt den Kopf von dem und dem und jeder einen Kopf hat, dann sind wir zu 5. in Gameworld. Aber ich sehe nichts. Ja. Es gibt hier nicht mehr, nur da hinten im kleinen Fleck, wo 3 Stück rumlaufen. Könnte fast sein, ne? Es gibt hier nichts. Ne, die Kumpel, die gibt überall. Könnten die ja hier aus Spinnenbeinen basteln. Aber das geht ja nicht. Was mir ganz, ganz arg fehlt vom Drehrohr, sind die Stapel bis zu 100 Stück. Das fehlt mir wirklich, also so. Müsste ich mal in den Raum werfen, in ja, ins Forum. Bei Ideen oder so. Stapel, Grenze erhöhen auf 200. Oder auf 1000. Könnten wir da starten. Ich bin ein Item-Messi. Leider. Könnte das ja gebrauchen. Aber ich mache ja auch Abstriche. Habt ihr ja eben gesehen hier mit dem komischen schweren Schulter für Stufe 19, die ich theoretisch anziehen hätte können, allerdings nicht, wenn ich ja erst mit 40 dann schwere Rüstung tragen kann. Ja, nee, das muss nicht sein. Wenn es grün wäre, hätte man das immer noch entzaubern können. Uff, was weiß ich? Nee. Tja, sehr doof jetzt, ne? Wird nix. Die Idee der Entwickler, wir machen so wenig, dass man sich alle Gebiete angucken muss. Welch Freude, euch zu sehen! So. Braucht ihr Hilfe? Ich dachte, ich hab die mitgenommen. Man sieht sich! Kann ich euch helfen? Ach, in Sturmwind. Okay, nach Sturmwind wissen wir auch. Nach Sturmwind und nach Eisenschmied. Okay. Ja, gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich überlege mir das mit nach Sturmwind und Eisenschmiedereise, ob wir das als Video machen.
Weil das könnte wirklich lang dauern. Wir müssten nämlich wohl nach Ratchet. Von da aus nach Beutenbucht. Den ganzen Weg durch Schlingdorn dann hochlaufen. Durch den Dämmerwald. Und vom Dämmerwald kommen wir dann nach Wald von Elvin. Von da aus sind wir dann in Sturmwind und dann kommen wir in Eisenschmiede. Boah. Ich glaube, ich lasse das und wir sehen uns in den nächsten Folgen wieder. Ich spreche die Quest hier auch ab, ich habe keinen Bock mehr. Und sehen uns dann in Eisenschmiede oder in Sturmwind. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns. Tschüss!